Heidewitzka, da sind wir wieder in Aliens Fireteam Elite und mein Gott, was hab ich denn hier für eine komische Figur? Naja, machen wir es kurz und schmerzlos. Die Season 1 hat angefangen und mit die Season 1, die gucken wir uns natürlich zusammen an mit dem Wolfi. Hallo Wolfi. Hallo. So Wolfi, und welche Klasse spielen wir heute? Doktor? Doktor, nein, wir spielen natürlich die niegelnagelneue Klasse, die mit der Season reingekommen ist. Und das ist, ich habe sie hier, die Phalanx. Und die Phalanx hat ein schickes Schild. Wie sieht denn das aus? So. Ein Klappschild. Ein Klappschild, ja. Und dieses Schild, ja, das hat Vor- und Nachteile. Einmal absorbiert es Schaden von vorne, wenn auch nicht Flächenschaden, logischerweise. Und man kann nur die Handfeuerwaffen verwenden. Logischerweise kann man nicht... Oh doch, man kann auch die Schrotflinte verwenden. Ist ja genial. Okay. Also man kann auch die andere Waffe... Also man kann keine zweihändigen Waffen verwenden. Sagen wir mal so. Weiß auch nicht, ob man Schrotflinten... Was hat sich noch geändert, Wolfi? Es sind tonnenweise neue Ausrüstungsgegenstände dazugekommen. Ja, sehr viel. Und das, man kann neue Waffen kaufen. Ich glaube, du bist schon beim Shoppen, ne? Kann das sein? Ja, die sind aber, glaube ich, teurer, so wie ich gesehen habe. Ich guck gleich mal nach. Außer dem Schild hat der gute Phalanx auch noch hier das hier. So eine Art AOE-Stun. Das heißt, der ist eigentlich darauf ausgelegt, wirklich ein bisschen Crowd-Control zu machen. Und als passive Fähigkeit je mehr er blockt, desto mehr Schaden macht er. Also wirklich, wirklich einiges. So, jetzt gucke ich mal, was der Wolfi hier erzählt hat. I mean, if it's illegal, I can get no problem. Alte Kuschen. But if it's legal, I'll need you to file requisition form 1348 or 1348 Mike. You can grab those off ShipNet. Keine Ahnung, was der erzählt. So, was hast du gesagt, ist neu dazugekommen? Es ist... Eine Minigun. Ja, das ist ganz unten ist, die Minigun. Schweres Maschinengewehr. Und was hast du noch gesagt? Irgendeine Pistole, oder? Ja. Welche denn? Ach, die Laserpistole. Ja, es sind schon ein paar mehrere Sachen. Ich glaube, das sind die teureren. Ja, die für 9600. Ich guck mal gerade. Genau. Da ist auch noch ein schweres Sturmgewehr. Das kann ich aber alles nicht tragen, aber die Pistole kann ich mir mal... Ich nehme mir mal die Pistole mit hier. Ich habe ja genug Geld. 40.000. Wollen wir sie mal ausprobieren? Die neue Wumse? Wir können ja gleich eine Mission machen, aber im Moment sind wir hier noch am Rumspielen, was es alles Neues gibt. So, ja. Hier. Ich habe mal eine neue... Wie sieht die aus? Macht die auch Piu-Piu? Das ist ja eine blöde Waffe. Ach so, okay. Die lädt so auf. Dann überhitzt sie. Sehr schön. Oi. Ich weiß nicht, ob mir die gefällt, aber die hat scheinbar keine Munition, was natürlich genial ist, ne? Ach so, wirklich? Ja, also die hat unten links... Hast du den Text gelesen, aber... Aber die lädt so blöd auf. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Das, die macht Zip und Zap, aber... I got anything not on the racks. I can nee, pull out of das cargo ist mir... Das ist mir ja gar nichts. Dann kaufen wir lieber mal noch die beiden anderen neuen Sachen hier. Ach, hier ist auch noch ein neues Scharfschützengewehr. Einzelschuss. 3350. Sag mal, was ist das denn für ein Monster? Na gut, hat auch nur einen Schuss im Magazin. Ich kaufe mir mal das. Die Minigun und das schwere Sturmgewehr. Die zeige ich euch jetzt einfach alle mal. So, Wolfi, mein Geld ist alle. Oh, wow. Da. Das ging schnell. Hoppala. Dann mal das Sturmgewehr. Fangen wir mit dem Sturmgewehr. Quatsch, mit der Minigun. Die wollt ihr garantiert sehen. Ich nehme mal an, die hat der schwere... Der schwere... Ja, da ist es. Wo ist es, das Sturmgewehr? Da. Die Minigun, meine ich. So, Wolfi. Es folgt die Minigun. Es sieht auch aus wie eine Minigun. Ja! Die streut wie die Pest. Ist halt eine Minigun, ne? Ja, super. So, und was hat sie dann noch? Dann haben wir noch das Sturmgewehr, das neue. Wo ist das? War das das? Ne, das hier, ne. Welches ist denn das Sturmgewehr? War es das schwere Sturmgewehr? Typ 88? Ich glaube, das war's.
Schweres Sturmgewehr. Ja, es war das schwere Sturmgewehr. So. Achtung, das schwere Sturmgewehr. Sieht definitiv schwer aus. Okay. Das waren die beiden neuen Sachen. Und dann hatten wir auch noch eine... Hier dieses Ding. Schweres Scharfschützengewehr mit einem Schuss drinne. Das dauert Ewigkeiten, das nachzuladen. Okay. Das können wir gleich an den Nagel hängen, würde ich mal sagen. Ach, ist doch schade. Ich dachte, die wäre gut. Naja. So, Phalanx. Was rüste ich denn aus für Phalanx? Ich habe ausgerüstet eine Schotti. Ich habe ausgerüstet eine Pistole, also ganz klassisch. Was könnte ich denn noch nehmen, außer der Schotti? Automatische Schrotflinte oder... Nee, der Rest ist, den brauchen wir nicht. Ja, lassen wir mal das Dingens. Was bauen wir hier ein? Ich fürchte, da können wir gar nichts großartig mehr einbauen. Weil wir haben noch gar nichts. Wolfi, wollen wir mal die erste Mission machen? Ja, ich habe zumindest mal diese Minigun da ausgerüstet. Okay, also wen spielst denn du? Den Zerstörer. Achso, gar nicht den neuen, ne? Nein, nicht unbedingt. Okay. Dann lege ich mal los mit... warte mal, ich wollte die Pistole wieder zurück. Einladen. Die Pistole ist... Achso, ich muss dich ja nur einladen, ja. Einladen. Ich wollte gerade sagen, hier, so, Wolfi, Einladung kommt. Zup. Jawohl. Ich hab ein Schild. Ja, lädt, jawohl. Das Coole an dem Schild ist, man kann das die ganze Zeit auch beim Laufen. Okay, dann bist du langsamer. Das hat keinen Cooldown oder so. Okay, alles klar. Da ist der Wolfi. So, du hast die Minigun? Zeig mal. Ja. Ich will die mal von außen sehen. Das ist er nicht. Ach so, das ist er. Los, einmal schießen, bitte. Ja. Ja, Alien. Okay, komm, wir probieren das mal aus. Welche Ausrüstung habe ich? Ich habe 554. Was hältst du davon, wenn wir dieses Mal absichtlich mal, taktische Gelegenheiten sind irgendwie noch kaputt. Wenn wir absichtlich mal mit einem Bot spielen, damit uns der Spieler nicht dazwischen rennt. Oh ja. Dann lass mal, komm, wir versuchen mal gleich auf heftig... Oh. Auf heftig die erste Mission zu machen, die allererste. Was hältst du davon? Jawohl. Machen wir mal. So, aktivieren. Ich in der neuen Klasse Phalanx und Wolfi mit der neuen Minigun. Los geht's. Warte mal, ich sag mal noch auf privat. So. So, Wolfi, geht los. Wir werden alle sterben. Fireteam, this is a rescue mission. You're boarding Katana, sehe auch nicht mehr so toll aus, oder? Ingress is via the forward airlock. Ja, irgendwie anders. We'll locate, secure and evac Dr. Tim. Achso, wollen wir eine Herausforderungskarte setzen, wenn wir schon mal hier sind? Okay. Erfahrung, ich brauche zum Beispiel Geld. Warte mal. Je größer sie sind, was ist denn hier? Nach Abschluss der Mission erhältst du eine zufällige Erweiterung. Wenn du alle Erweiterungen besitzt, erhältst du stattdessen eine zufällige... Ach komm, das probieren wir mal. Zack! Hier. Ich habe mal auf bereit geklickt. Der Bot ist sowieso bereit. Ich bin auch bereit. Ja. So, also wie ich das verstanden habe, nehme ich keinen Schaden. Das heißt, ich könnte mal so ein bisschen blocken und du machst dann den Damage oder irgendwie, keine Ahnung, wie das Gameplay von dem gedacht ist. Von der Phalanx. Wenn es übrigens gleich rumpelt, sind das nicht die Aliens, sondern meine Waschmaschine, Wolfi. Oh ja, schön. Ne? Muss auch sein. So, jetzt können wir ja erstmal durchlaufen hier. Ich meine, es gibt auch neue Emotes, neue Erweiterungen für die Waffen, eine neue Klasse. Aber ich habe jetzt keinen neuen Content gesehen, oder? Keine neuen Karten oder sowas? Auch nichts gehört so. Aber vielleicht kommt das noch. Ja. Sie wollen ja auf jeden Fall dranbleiben, haben sie gesagt. Es gibt auch keine neuen Hordenkarten, wie ich ja vielleicht gehofft habe. So.
dieses Blocken von Eingängen, was sie schon in diversen Spielen vorgeschlagen haben, in diversen Videos vorgeschlagen haben, ist natürlich ganz sinnvoll. Da stellst du dich mit der Phalanx in den Weg und blockst einfach alles. Ich kann das ja mal probieren. Tja, wo sind sie? Naja, Highspeed ist immer so eine Sache. Eh gar nichts, weil es so blendet. So, ich versuche die alle hier zu blocken und du bringst sie um, ja? Machen wir das so? Ja, ich versuche sie zu treffen. Oh. War denn das? Was war denn das? Ich weiß nicht. Warte mal. Was ist denn, warum bin ich denn draufgegangen? Ich glaube, das Ding ist daneben in die Luft gegangen. Da war es explodiert. Okay, geh mal da hin. Was war das denn bitte? Blocke nach hinten. Keine Ahnung, was mich da umgenietet hat. Ich tendiere auch dazu, dass es eine Explosion war. So viel zum Thema Tank. Ja, daneben ist das Fass in die Luft gegangen, glaube ich. Das kann natürlich sein, aber dann macht das eher echt einen bösartigen Schaden, oder? Ja, das ist mir sogar bei einfach mal passiert und dann waren alle tot. Echt? Haben sie den Schaden von den Dingern erhöht? Scheinbar. Zumindest für die Spieler ist es schlimmer. Da ist nix. Ich schweiß mal die Tür auf. Irgendwas kommt da. Hast du das unter Kontrolle? Ja, ich muss halt immer wieder stoppen, damit ich was erkennen kann. Oh. Der kam nur ganz blöd hier um die Ecke. Alles gut. Wie viel Schuss habe ich noch in der Munition? Hat mich das Fass in die Luft gejagt. Wow, die. Ich habe ja bald keine Muni mehr. Ja, ist halt eine Minigun. Ja, die hört aber ganz schön raus. So, welche Seite nimmst du, links oder rechts? Das links, weil da kommen die meisten zuerst. Okay. 2 Meter hinter. Oder auch nicht. Kommen die alle jetzt bei dir natürlich. Wollte ich gerade sagen. Wenn du so erzählst von wegen, die kommen alle von links. Detaile gegen mich da. Moment, brauche ich das Schild noch gar nicht. Naja, gibt Punkte. Ich liebe die Schrotflinte. Du hast die linke Seite im Auge? Ja, geht's noch. Sehr gut. Ich will das wirklich sehen, nichts, wenn ich schieße. Du meinst, weil die Minigun so leuchtet oder was? Ja. Das ist wirklich furchtbar. Ihh, ein Alien. Man müsste es, ich bräuchte noch so ein Taunt, bitte. So ein Untaunt. So, den ist auch erwischt. Den auch. Guck mal da. Ah, da ist was. Ne, hör doch auf, hier rumzuspringen, du. Einfach hier ein Grab. Ding! So. Ich muss mich an das Schild noch gewöhnen, das ist noch so eine Sache. So, Wolfi. Gar nicht so ungefährlich. Was? Die Minigun? Das Schild. Auch. Ja, das auch. Wieso was denn? Die Minigun, damit? Die ist auch extremst. Wieso ist das ungefährlich? Wo müssen wir denn hin, Wolfi? Über. Ach. Andere Richtung. Ach da, wieder zurück. Ach, wir müssen erstmal das Ding angrabbeln. Genau. Vor lauter Verwirrung da. Ja. So, neuen jetzt Sachen. Da lang. Ich frage mich, ob man damit auch so eine große Viecher blocken kann. Also Prätorianer und so. Irgendwie reinlaufen. Hau! Fritzi! Ne, ich war an der total falschen Stelle verwendet. Egal. Nimm das Schild mal weg hier. Pack doch das Schild mal weg, du Hamster. Datenübertragung. Oh je. Da ist was die Großes. Fette Mama. Aua, lass mich Frieden. Der ist ihm aber auch vollkommen egal, dass du. Hau. Wolf, wir sind gleich tot.
Ach, ich werde geheilt. Jawohl, das ist ja nett. Wurdest du aufgestellt, Wolfi? Ja. Jetzt kannst du mich wieder aufstellen. Ich bin auch schon wieder umgekippt. Ich versuche, ich komme. Oh Gott, pass auf, Viecher. Bring sie um. Bypassing damage. Hey, auch nicht da. Gottes Willen. Irgendwas kommt. Oh. Ja, geh auf den. So. Vielleicht hätte man nicht gleich doch heftig nehmen sollen. Ja. Oh, okay. Das ist Viechchen. So, wo müssen wir hin? Wieder zurück. Jetzt zurück. Heilung wäre nicht schlecht. Bei dir auch nicht, ne? Ja, wäre fein. Kommt da irgendwas? Ja, was von da. Sterbt. Könnte okay. alle gleich drinnen bleiben. Ach, der hat nur seinen Kopf verloren. Alles gut. Irgendwo kommt was, Wolfi. Ja. Ah, da. Tödlich. Ah, ja. Ich brauche Gesundheit. Danke. Oh, also allzu oft dürfen wir auch gar nicht mehr sterben. Sondern, was passiert sonst? Dann können wir nicht mehr uns aufpäppeln. Ja, wer schießt denn hier mit der Granate rum? Hast du das? Nee. Nein, ich habe keine. Also zumindest benutze ich sie nicht. Jetzt benutze ich sie mal. Guter Junge. Natürlich verfehlt. Er hat mir angespuckt. Oh Mann, diese Explosionen da. Ah, jetzt hat er mich da lief. Ich hol dich gleich wieder. Nein, der NPC macht das. Juhu. Also, okay. Oh Gott, ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Okay, ja, oh ne, doch nicht. Haben wir sie? Ja. Mit dem Schild muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich sehe das noch nicht kommen. Irgendwo kommt was. Sie kommen von oben. Oder von unten. Hab ihn. Da ist auch noch einer. Wir wollen alle zu dir, Wolfi. Ja, die wissen, da gibt's was Leckeres. Bin nicht sicher. Oh, danke, Heilung. Das wird so schief gehen. Irgendwo kommt da was. Kam da was. Es bringt halt nichts. Das ist mein Problem. Es bringt halt nichts, die anrennen zu lassen gegen das Schild. Die Säure zerlegt mich natürlich. Ja. Die einen so angreifen, so also berühren und festhalten, die sind auch gar nicht so. Die reißen einen Weg. Von wo kommen sie denn jetzt? Da muss man zuerst das da aktivieren und dann. Mal. Ja, ich bin eigentlich nicht ready für einen Fight. Darmturm auf. Ich hab den hier auch mal deployed. So. Zumindest ist das ein anderer Feuerturm. Ich bin bereit. Okay, dann. Wo ist denn das Ding? Eigentlich bin ich nicht bereit. Ich bin auch nicht bereit. Und wo kommen sie denn? Ich sag Bescheid, von wo sie kommen. Von da. Lieber da noch von Turm hin. Was rumpelt denn da so? Geht weg, ihr Viecher! Besser, wenn ich nur in eine Richtung schieße, so. Ich glaube auch. Kann der mal aufhören hier? So.
Kusch, Kusch! Ich hasse euch! Was ist hinter mir? Nix. Da ist nix, Wolfi. Guck einfach nicht hin. Ja, ich halte die Augen zu. Ich stelle mich einfach mal vor den Turm, da der Turm, glaube ich, durch mich durchschießen kann. Da kommt irgendwas Dickes. Wo ist das Dicke? Da. Kann man den. Kann man den. Oh, den kann ich blocken hier. Schieß, Wolfi! Schieß, ich kann ihn blocken! Ja, gut, jetzt hat er allerdings dich ausgesucht. Ich habe ihn geblockt. So. Ja! Naja, ich weiß nicht, ob ich ihn geblockt habe. Irgendwas habe ich gemacht. Aua. Wo sind sie? Komm da raus. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss mal kurz Munition holen. War es das? Nee, ne? Nee, das sind noch. Aber immerhin, wir haben es gut überlebt. Ich bin erstaunt, dass wir noch leben. Was war das? Achso, ich habe nur den einen noch erledigt. Los, weg hier, Wolfi. Ich folge. Wo sind denn die kleinen Lümmels? Oh nein, da kommen wieder so viele. Oh Gott, ja, ja. Ja. Okay, ich schieß mal gleich, ne? Ungefähr so. Ich meine, solange sie nur von hier kommen, ist ja alles in Ordnung. Ich halte einfach nur drauf. Ja, ja, alles gut. Keine Ahnung, wo die sind. Ich gehe schon mal auf die andere Seite. Also, das muss man eh schon. Tu mir nicht sterben, Wolfi. Genau, ungefähr so. Ich mach da nochmal so rein. Weißt du, was ist? Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Ich versuche sie da aufzuhalten. Wie sieht's aus? Boah, da kommt ein Strom. Was kommt da? Ein ganzer Strom von denen. Ich lebe die Schrotflinte. Römen. Wie geht's dir, Wolfi? Mir geht's fein. Okay. Geht's mir nicht so ganz. Ihm geht's nicht mehr. Boah, weg hier, Wolfi. Los, weg Pflaster hier. Und schon geht's gut. Was, Pflaster? Ja, ein gutes Pflaster. Hab ich gehört. Irgendwas kommt da von hinten. Ich mach mal den da. Haut der wieder ab. Okay. Kommt da noch was oder was macht ihr da? Was? Wie schieße ich da? Oh, da ist noch einer ran. Ich hab's erschossen. Bist du da? Ich muss noch ein bisschen warten, bis der wiederkommt da. Der Große. Da ist er. Was ist er denn? Ah ja. Oh, ist wieder werfen. Ah shit. Den lässt sich leider nicht betäuben. Oh, da kommt wieder wer. Munition, Wolfi. Auch nur noch zwei Schuss. Und dann muss ich Scharfschützengewehr nehmen. Ist die Munition? Nein. Ja. Doch. Wo denn? Ah. Achso, da hinter uns. Da ist Muni. Ganz viel Muni. Wo denn? Da ist er. Habe ich den irrtümlich erwischt? Entschuldigung, Mama. Wo ist denn hier die Munition? Da. Okay. Papa? Keine Ahnung. Irgendwas ist hier. Okay, ist hier nichts. Er schießt auf was, unser Kollege. Oh, ich hab was. Hab ihn. Da kommt was. Da unten, siehst du es?
Fritz. Okay, wie geht's uns? Leidlich. Ich bin auch nicht glücklich mit der Phalanx. Ich bin noch nicht glücklich mit ihm. Da fehlen noch ein paar Level. Meinst du? Er kann natürlich daran liegen, ja. Ich schleiche hier gerade rum. Ah, du hast, den niederwerfen, falls das funktioniert, ist ganz gut. Den willst du niederwerfen? Wenn man die Gegner aufhält ein bisschen. Auch irgendwo einer sein. Wo müssen wir eigentlich hin? So bett ich weiß, da unten rechts dann. Ihre. Wo ist noch einer? Kann das sein? Wo muss was sein, ja. Das hält unsere Mission auf. Die hängen irgendwo auf den... Irgendwo. Das war's, oder? Nee. Nee, da ist noch irgendwas. Wo sind sie denn? Die müssen oben irgendwo sein. Kann das sein? Ja. Da ist er. Oh, ach so. So. Jawohl, das war's. I'm sending you through the refinery core. Join the Marines. Jetzt geht's weiter, jawohl. Irgendwie, keine Ahnung. Oben lang, kann das sein? Oben. Oh. Kommt irgendwas. Sehr gut. Oh. Kannst du sehen. Wolfie hat bloß Licht. Zuerst die falsche Taste gedrückt und dann die richtige. Es kann natürlich sein, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss und erstmal an die, Spielweise gewöhnen muss. Oh, ich muss auch immer aufpassen, dass ich hier nicht den Rücken schieße, oder? Ah, haben wir sie? Alpha rein. Irgendwo ist noch was. Ah, da ist wieder einer. Aha. Ja, aha, ist ja, gut. Ich würde mir an deiner Stelle vielleicht lieber mal die Heilung holen, oder? Ja, ja, ja. Gut. Ich bräuchte auch mal Heilung. Somebody actually paid for safety rails. Got some big internal leaks. Safety rails. Sign in space. Wo sind sie? Pass auf, Wolfie. Ekelhaft. Haben wir sie? Ja. Ich glaube, ja. Wir warten, bis weg ist. Und dann... You still good, Marines? Schildchen. Ah, nicht erschrecken. Das ist so schrecklich. Nein, ich werde angegriffen. Haben wir sie? Verzögerung da von der Waffe ist schon stark. Ja, naja, die Laserwaffe ist noch viel schlimmer. Also die macht so ein Schuh. Oje. So, jetzt muss ich... Wo kommen sie? Von überall, keine Ahnung. Ja. Gut. Wollte ich vorsichtig links sind noch welche? Ja, ja. Oder rechts, meine ich ja. Warte, nee. Da gibt noch welche uns. Alpha eine verpasst. Das wird so schief gehen. Brandgeschosse braucht kein Mensch. Wachgeschütz ist schon besser. So, das nehmen wir auch nochmal. Also mal Brandgeschosse geladen. So, ich stelle hier das Geschütz hin, so. Habe ich noch irgendwas anderes? Nee. Fürchte, ich habe nichts sonderlich Gutes. Ich hab noch zwei Geschütze. Naja, stell sie auf. Daher. Ich glaube, wir können sie gebrauchen. Eines. Da, weil da kommen wir, glaube ich, dann auch. Ja, da würde ich sie nicht. Naja, weil dann stürzen sie sich gleich drauf und machen es kaputt. Ja, ich möchte sie halt bloß aufhalten. Okay. Das ist eigentlich wichtig für mich. Dann würde ich sagen, los geht's, oder? Ja. Machen wir Gulasch. Gulasch. So, ich stehe hier, schieß mir nicht in den Rücken. Jawohl. Immer in den Rücken. Nein, nicht in den Rücken.
Wenn ich sonst nichts treffe, dann den Rücken. Ich mache hier den Nahkampf, ja? Also ich stelle mich noch ein bisschen näher ran, so. Sieht gut aus. Finish. Sehr gut. Welcher Hamster rennt denn da? Ist das unser... Ja, ja, ja. Alpha, jeder. Alpha ist nicht ganz frisch unter der... unter dem Pony. Alpha, was machst du da? Freut sich so, weil wir so stark sind. Ja, ja, ich geh mir nochmal Munition holen. Ach, das machst du auch gerade. Dann mach ich jetzt gerade nicht. So. Alpha! Bist du durch, du böser Vieh? Ach, ich bin wieder angefallen. Schön. Hast du es überlebt? Ja, mir geht's gut. Okay. Schild raus. Neugierig, wann da der... Alpha! Wer den jetzt hier helfen da bitte? Pass auf, was du da... Was macht denn der da? Ist der doof irgendwie? Der will sterben. Haben sie ihn an umprogrammiert oder was? Das halt so macht. 90 Sekunden noch. Oh, da oben ist einer. Du machst den Spitter. Ja, hab ihn. Sehr gut. Ich mach die Nahkampfverteidigung. Ne, Nahbereichsverteidigung. Ah, ja. Ah, jetzt trifft er mir genau rein. So. Ganz doll. Sieht's aus? Eigentlich ganz gut, ne? Ach, Munitionierin. Ja, gleich haben wir's. Mach den weg. Sind unsere Dings alle? Glaube ja. Left Side hatte also gesagt, glaube ich. Auf der anderen Seite genau. Nee, doch nee, nicht. Okay, alles gut. Vorsicht, der Spitter. Okay, ich patche mal kurz. Ich muss auch. Ritschel! Ah, nein, nicht auf mich! Geh weg, du! Ich will ja Böses! Nein, nein, nein! Nicht den Onkel hauen! Ah, jetzt geht's mir wieder gut. Ich kann ihn zum Glück blocken. Also das... Eine gute Sache ist, du kannst diese Kerle blocken. Also diese... Die großen. 4, 3, 2, 1. Ist das Ding offen? Da kommt das große Ding. Komm! Rein hier! Das war aber interessant. Wir sind die Besten, juhu! Wir haben eine zufällige Erweiterung gekriegt. Hybridlauf, Magnetgehäuse. Phalanx, yay! Die Phalanx hat einen Rangaufstieg gekriegt. Ich bekomme eine Wassermelone. Was hast du als gekriegt? Waffenfarbe. Eine Wassermelone? Ja, ist ja auch schön. Zur Basis zurück. Ich bin mal gespannt, was wir gekriegt haben. Und was sagst du zu der Autokanone, zur Minigun? Ja, das, also dass es das am Anfang so lang braucht und dann mich so blendet. Du meinst, ist schon schwierig. Du meinst, die spinnt so? Warte mal, ich probiere die gleich selber nochmal aus. Ja, es blendet so, dass ich die Gegner gar nicht mehr sehe. Also da muss ich dann fast wieder ausmachen. Ah, oh, verstehe. Okay. Also das Weiße, da sehe ich ja nichts mehr. Und dann müsste ich eigentlich wieder aufhören zu schießen, dann dauert es wieder länger, bis ich überhaupt schießen kann. Also im Prinzip müsste ich jedes Mal so. Okay. So, Nachladeradius. Nehmen wir doch lieber das hier. So, Ladegeschwindigkeit, Fähigkeitsradius plus 18, Auflade. Ach, das wird jetzt da angezeigt. Das ist ja cool. So, aber was ich jetzt haben wollte, wäre noch hier für die Schrotflinte. Zick. So, und jetzt hätte ich jetzt hier noch natürlich... Naja, das Schild ist immer aufgeladen. Das heißt, es braucht kein Schnellladen, braucht keine Reichweite, braucht keine Dauer. Kann man sich also im Prinzip sparen. Also lassen wir das erstmal so. So, warte mal, Inventar. Was haben wir denn gekriegt? Ich habe einen Lauf gekriegt. Feuerrate, Stabilität und ein Magazin. Haben wir Geld gekriegt? Ja. Magnetgehäuse.
Wie viel habe ich jetzt wieder? Wieder 2000, okay. Jetzt muss ich mal gucken, was du meintest. Du hast gesagt, dass die Minigun, die blendet? Ja, also mich blendet sie schon. Das weiß ja, dass es ganz schön... Wenn sie das mal ein bisschen schwerer machen, wäre besser. So ein bisschen schon. Ich sehe gar nicht mehr, was ich einschieße da. Magst du recht haben.